Herzlichen Dank, Frau Kollegin Knell. Nächste Rednerin ist die fraktionslose Abgeordnete Walter. Frau Walter hat 2 Minuten und 30 Sekunden Zeit zur Verfügung. Bitte schön, Sie haben das Wort. Herr Präsident, liebe Kollegen! Als Frau begrüße ich, dass sich der Hessische Landtag für die Bekämpfung häuslicher Gewalt einsetzen möchte. Die Regierungskoalition hat sich mit einem Dringlichen Antrag der Forderung der LINKEN angeschlossen, die Istanbul-Konvention umzusetzen. Leider wurde in beiden Anträgen ein sehr wichtiges Thema nicht benannt, die Verstümmelung weiblicher Genitalien, worauf sich Artikel 38 der Istanbul-Konvention bezieht. Wie einer Kleinen Anfrage der SPD vom 24.11.2017 zu entnehmen ist, lag die Zahl weiblicher Genitalverstümmelungen 2016 in Hessen bei 572 registrierten Fällen. Die wirklichen Fallzahlen dürften um ein Vielfaches höher liegen. Wenn Eltern ihre minderjährigen Töchter zu einer Beschneidung zwingen, fällt dies sehr wohl in den Bereich häusliche Gewalt. Sie können dieses Thema also weder totschweigen noch aussparen. Seit Jahren existieren Parallelstrukturen in ganz Deutschland, offensichtlich auch in Hessen, die sogenannte Hinterhofbeschneidungen ermöglichen. Leider fällt der Nachweis schwer, da Beschneidungen fast nie zur Anzeige gebracht werden. Eltern und Beschneider decken sich durch Stillschweigen gegenseitig. Häufig werden Mädchen zur Beschneidung in ihre Heimatländer verbracht, weil der Eingriff dort gängige Praxis ist. Der Begriff Beschneidungsferien beschreibt diese von den eigenen Eltern organisierte Körperverletzung. Bereits 2005 bestätigten befragte Frauenärzte, dass Beschneidungen auch in Deutschland durchgeführt werden. Viele Ärzte wollen sich nicht zu diesem Thema äußern, aus Angst vor den Konsequenzen, die aus einer Verletzung der ärztlichen Schweigepflicht resultieren könnten. Seit 2013 stellt § 226a StGB die Verstümmelung weiblicher Genitalien unter Strafe. Trotzdem nimmt die Zahl der Betroffenen weiter zu. Die Organisation Terre des Femmes spricht von 65.000 betroffenen Frauen und 15.500 von Beschneidung bedrohten Mädchen in Deutschland. Das ist ein Anstieg um 12 bzw. 17% im Vergleich zum Vorjahr. Ich würde gerne sowohl von den LINKEN als auch von der Regierungskoalition wissen, wie wollen Sie Mädchen vor Genitalverstümmelung schützen? Wie wollen Sie Frauen, die selbst beschnitten sind und ihre Töchter beschneiden lassen wollen, an diesem Vorhaben hindern? Wie wollen Sie auf uralte Traditionen, die so stark wirken, aber mit unseren Gesetzen unvereinbar sind, Einfluss nehmen? In beiden Anträgen finde ich keine Antwort darauf. Wie am 3. September 2018 in der Presse zu lesen war, fördert das Land Hessen ein Präventionsprojekt gegen weibliche Genitalverstümmelung mit 100.000 €. Fortbildungen und Informationsveranstaltungen sollen durchgeführt und Netzwerke geschaffen werden. Ich sage Ihnen, das reicht nicht. Mit Ihren Maßnahmen werden Sie an den Parallelstrukturen in Deutschland, die ein massives Problem darstellen, nicht herankommen. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Frau Kollegin Walter. Nächste Rednerin ist die Abg. Lisa Gnadl für die Fraktion der SPD. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Als ich eben der Rede der grünen Abgeordneten Brünnel gefolgt bin, hatte ich so den Eindruck, Schwarz-Grün hätte jetzt nicht 5 Jahre hier in Hessen regiert. Also, wir hatten ja jetzt 5 Jahre eine schwarz-grüne Regierung, und ich muss sagen, da ist recht wenig passiert in dem Bereich, auch wenn jetzt durchaus Dinge im Koalitionsvertrag drinstehen, wie die Istanbul-Konvention. Dann ist das durchaus positiv, und das begleiten wir sicherlich auch positiv. Wir werden da auch an der Stelle nachhaken, welche Fortschritte Sie machen. Aber es ist nicht so, dass Sie die letzten 5 Jahre nichts hätten tun können in diesem Bereich. Ich habe mir auch in Vorbereitung auf die heutige Debatte noch einmal intensiv die Große Anfrage der SPD-Fraktion aus der letzten Legislaturperiode angeschaut.
die ja im August 2018 dann im Ausschuss, im sozialpolitischen Ausschuss behandelt wurde. Dort wurde die inhaltliche Debatte geführt. Allerdings musste ich auch feststellen, dass das ohne inhaltliche Auseinandersetzung und Beteiligung des damaligen Sozialministers Grüttners passiert ist. Spannend war allerdings beim Nachlesen auch, dass sich alle parteiübergreifend der Auffassung waren, dass das Thema intensiv bearbeitet werden müsse. Und Frau Erfurth von den GRÜNEN sagte damals, insofern sei jeder Antrag willkommen, der zu einer Verbesserung der Situation beitrage. Den Antrag hat die Fraktion DIE LINKE heute vorgelegt. Und ich finde, es spricht eigentlich nichts dagegen, auch diesem Antrag dann zuzustimmen. So wie Frau Erfurth das zumindest im August 2018 noch gesagt hat. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Gewalt gegen Frauen, das ist in der Tat ein Problem, das sich oft hinter verschlossenen Türen stattfindet, in den vermeintlich eigenen sicheren vier Wänden. Und das Thema, das zieht sich durch alle gesellschaftlichen Schichten. Und ich möchte an dieser Stelle auch noch einmal deutlich machen, dass der überwiegende Teil der Täter, und das sind rund 68%, Täter keinen Migrationshintergrund haben. Ich will an der Stelle nichts beschönigen oder verheimlichen in Bezug auf Themen wie die Genitalverstümmelung. Aber ich finde, man sollte auch beachten, dass im Bereich der häuslichen Gewalt das ein gesamtgesellschaftliches Problem ist und nicht ein Problem einer einzelnen gesellschaftlichen Gruppe. Laut dem Bundesfamilienministerium waren 2017 mehr als 138.000 Personen von Gewalt in Paarbeziehungen betroffen. 82% der Betroffenen sind Frauen. Insgesamt starben 147 Frauen durch sogenannte Partnerschaftsgewalt in Deutschland. Und diese Straftaten im Bereich der häuslichen Gewalt die steigen stetig an. Und deswegen ist auch die Problematik, verschärft sich natürlich auch im Hinblick auf die Frauenhausplätze. Wenn wir immer stetig steigende Zahlen in diesem Bereich haben, dann ist doch offensichtlich, dass diese alarmierenden Zahlen endlich auch gehandelt werden muss seitens der Landesregierung und verstärkt gehandelt werden muss, was eben in den letzten Jahren aus unserer Sicht so nicht erfolgt ist. Es ist ein entscheidendes Problem, dass es zu wenig Frauenhausplätze und Schutzwohnungen gibt. Im September 2017 hatte die Frauenhauskoordinierung e.V. in einem offenen Brief die dramatische Situation in Deutschland geschildert. Und sie kommt mancherorts teilweise faktisch einem Aufnahmestopp auch in den Frauenhäusern gleich. Und über Hessen stand in dem Schreiben, in Hessen gibt es schon seit Wochen einen Notstand bei freien Frauenhausplätzen. Schon seit März sind wir voll belegt. Wenn wir versuchen, eine Frau innerhalb von Hessen zu vermitteln, ist dies so gut wie nicht möglich. Wir haben in Baden-Württemberg, in Bayern, in Nordrhein-Westfalen versucht, einen Platz zu bekommen, ohne Erfolg. Für die Frauen und Kinder ist das eine Katastrophe und für uns eine große psychische Belastung, dass wir den Frauen und Kindern keinen Schutz anbieten können. Ich habe in den letzten Jahren immer wieder auch viele Gespräche zusammen mit meinen Fraktionskolleginnen, mit den Aktiven in den Frauenhäusern und Beratungseinrichtungen geführt. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, das, was da in dem offenen Brief geschildert wurde, das ist weder neu noch veraltet. Das ist die derzeitige Situation hier in Hessen. Deswegen finde ich es auch wichtig, dass Bundesfamilienministerin Giffey angesichts auch dieser Zahlen bundesweit gesagt hat und angekündigt hat, die Anzahl der Frauenhäuser mit Hilfe auch von Bundesmitteln auszubauen und mitzufinanzieren. Ich finde, dieses Engagement seitens der Bundesregierung ist ein wichtiges Signal auch für die Frauenhäuser hier in Hessen. Darauf können sich aber diese Landesregierung nicht ausruhen.
Wir müssen hier unsere eigenen Hausaufgaben machen. Und wenn man sich den Landesaktionsplan gegen häusliche Gewalt anschaut, dann weiß man, er ist eben nicht mehr aktuell. 2004 der erste, 2011 der zweite. Mittlerweile gibt es die Istanbul-Konvention schon seit Oktober 2017, hat die Bundesregierung die unterschrieben und ratifiziert. Und demzufolge sind alle staatlichen Organe eben verpflichtet, auch die Konvention umzusetzen. Und an der Stelle frage ich mich schon, warum seit Oktober 2017 hier in Hessen nichts passiert ist. Andere Bundesländer wie Baden-Württemberg oder Berlin sind eben dieser Verpflichtung schon nachgekommen und haben ihre Aktionspläne auch erneuert und neu aufgestellt. In Hessen warten wir noch darauf. Es findet sich jetzt zwar im Koalitionsvertrag drin, aber es ist eben auch seit 2017 nichts passiert. Sie haben Ihre Hausaufgaben hier an dieser Stelle nicht gemacht. Und was auch ein hessisches Problem ist, uns fehlt eine tatsächliche Datengrundlage, wie es denn hier wirklich aussieht, auch im Hinblick darauf, wie viele Personen oder sogar Familien an einem Frauenhaus oder einer Schutzwohnung abgewiesen werden mussten, wie viele weitervermittelt werden mussten und wo eine Weitervermittlung möglicherweise auch nicht funktioniert hat. All diese Daten fehlen uns hier in Hessen. Deswegen begrüßen wir auch diesen Teil in dem vorliegenden Antrag, dass wir endlich auch hier ein entsprechendes aktuelles Monitoring brauchen und dass auch diese Fragen damit einbezogen werden müssen. Selbst die schwarz-grüne Landesregierung hatte in der Antwort auf unsere Große Anfrage gesagt, dass es verbindlich vereinbarte Bemessungskriterien als Basis für eine adäquate Finanzierung bräuchte hier in Hessen und dass geeignete Instrumente zur Feststellung des Schutz- und Beratungsbedarfs seitens der Landesregierung entwickelt werden müssten. Das ist die Antwort auf unsere Anfrage der schwarz-grünen Landesregierung. Und das zeigt, es gibt eben eine solche Datengrundlage nicht. Und an dieser Stelle ist bisher hier in Hessen nichts geschehen. Hier erwarten wir dringenden hier sehen wir dringenden Handlungs- und Nachbesserungsbedarf. Momentan gibt es hier in Hessen 31 Frauenhäuser mit insgesamt 727 Frauenhausplätzen. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, davon ausgenommen ist auch nach wie vor der Vogelsbergkreis. Wir haben eben nicht in allen Regionen in Hessen ein Frauenhaus, und das seit der Operation Düstere Zukunft 2003, der soziale Kahlschlag von Roland Koch. Also die Mittel, die jetzt Frauenhäusern bereitgestellt werden, reichen eben nicht, um auch wieder in allen Landstrichen, dort, wo Frauenhäuser weggefallen sind, wie im Vogelsbergkreis, wieder auch neue Frauenhäuser aufzubauen. Und auch hier sehen wir, dass einfach die vorhandenen Mittel nicht ausreichen. Die Landesregierung räumte in ihrer Antwort auf unsere Große Anfrage ein, dass Frauenhäuser in jüngster Zeit immer öfter berichteten, dass die passende Zahl an Frauenhausplätzen fehlt. Von daher denke ich, ist das erkannt worden. Aber wir erwarten eben auch, dass dem Abhilfe geschaffen wird. Wir wissen, dass gerade im Rhein-Main-Gebiet, wo die Wohnraumsituation insgesamt angespannt ist, wir haben ja darüber auch schon diese Plenarwoche diskutiert, dass hier entsprechend auch eine Wohnrauminitiative gestartet werden muss, um eben an dieser Problematik auch Abhilfe zu schaffen. Es gibt noch weitere Themen wie die Barrierefreiheit. Die ist so, Zitat der Landesregierung, überwiegend nicht ausreichend. Die Einrichtungen sind überwiegend nicht ausreichend barrierefrei. Das hat auch die Landesregierung erkannt, aber nicht gehandelt. 5 Jahre nicht gehandelt an dieser Stelle. Frau Kollegin, ich muss Sie auf die Redezeit hinweisen. Ich komme zum Schluss. Das ist in diesem Bereich, geht es auch
gerade um eine Gruppe, die besonders stark betroffen ist, weil gerade im Bereich der Frauen mit Behinderung jede zweite Frau von Gewalt betroffen ist. Von daher besteht hier ebenfalls dringender Handlungsbedarf. Ich kann Sie nur alle dazu aufrufen, tatsächlich auf die spezifischen Notlagen besser einzugehen und endlich Abhilfe zu schaffen und hier deutlich zu machen, dass wir mit einem aktuellen Landesaktionsplan auch die Vorgaben der Istanbul-Konvention endlich auch hier in Hessen umsetzen. Danke schön. Herzlichen Dank. – Nächste Rednerin ist die Kollegin Ravensburg für die Fraktion der CDU. Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Ja, auch in Deutschland müssen ein Viertel aller Frauen in Paarbeziehungen körperliche, psychische oder auch sexuelle Gewalt erleben. Und es ist auch keineswegs zu vernachlässigen, dass auch Männer Opfer von Gewalt werden können. Besonders psychische Gewalt findet auch bei Männern Paarbeziehungen statt in Form von Bedrohungen, Beleidigungen oder Geringschätzung. Trotzdem sind es meist die Frauen, die von verschiedensten Formen häuslicher Gewalt betroffen werden. Und das gilt besonders, da stimme ich Frau Gnadl zu, auch für Frauen mit Behinderung. Und leider werden auch allzu oft in solche Fälle von häuslicher Gewalt Kinder mit einbezogen. Deshalb ist es auch richtig, dass Deutschland die Istanbul-Konvention, ein Übereinkommen des Europarates zur Verhütung und Bekämpfung von häuslicher Gewalt, ratifiziert hat. Da sind wir uns einig. Doch die Gewaltbekämpfung in Hessen hat nicht etwa dann begonnen, sondern bereits in 2006 haben wir in Hessen die Bekämpfung der häuslichen Gewalt auf ganz breite Beine gestellt. Wir haben nämlich die Landeskoordinierungsstelle gegen häusliche Gewalt eingerichtet. Das Sozialministerium, das Justiz- und das Innenministerium arbeiten hier ganz eng zusammen. Und diese Landeskoordinierungsstelle, Herr Hahn, Sie wissen das noch sehr genau, ist am Justizministerium angesiedelt. Und die werden vom Landespräventionsrat begleitet. Der bezieht alle wichtigen Institutionen hier in Hessen ein und entwickelt Maßnahmen auf Grundlage des Aktionsplans häusliche Gewalt und auch der anderen Aktionspläne. Ich will extra diesen Aktionsplan gegen sexuelle Gewalt. Herr Kollege Bocklet hat sich da sehr eingesetzt, aber auch den Aktionsplan für Akzeptanz und Vielfalt hier erwähnen. Und ich will auch dazu fügen, dass es nicht nur auf Landesebene ein wichtiges Thema ist, sondern ich bin auch sehr dankbar, dass auch auf kommunaler Ebene sich runde Tische überall in Hessen gegründet haben, die dieses Thema vor Ort mit Polizei, mit Sozialämtern, mit den Institutionen und natürlich auch mit den Frauenhäusern am Tisch zum Thema machen. Und eines will ich auch sagen, die Bekämpfung der häuslichen Gewalt, das ist, und das ist eben auch sehr richtig bemerkt worden, das ist kein Thema, mit dem sich nur die Landesregierung oder Hilfsorganisationen auseinandersetzen sollten. Häusliche Gewalt ist ein gesellschaftliches Problem und geht uns alle an. Es ist nicht etwa ein Kavaliersdelikt, wie es manchmal gesagt wird, und es ist schon gar nicht allein eine private Angelegenheit. Nein, wir brauchen eine Kultur des Hinsehens, und das gilt für uns alle. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen die Opfer stark machen, sie unterstützen und sie aus der Gewaltspirale herausziehen. Und das beginnt schon mit Prävention. Bereits Eltern sollten durch eine gewaltfreie Erziehung mit Beispiel vorangehen.
Und in den Schulen und aber auch schon vorher in den Kindertagesstätten ist Gewaltprävention mittlerweile ein ganz, ganz wichtiges Thema. Denn wir müssen uns dessen so früh wie möglich annehmen. Und das bedeutet aber auch, dass der Gesetzgeber gefragt ist. Und deshalb will ich an dieser Stelle auch zwei wichtige Gesetzesinitiativen erwähnen, die zwar nicht mehr ganz neu sind, aber die uns in dem Thema Bekämpfung häuslicher Gewalt wesentlich vorangebracht haben. Das ist einmal das Gewaltschutzgesetz. Die Möglichkeit, einen Platzverweis zu erteilen, heißt, dass Frauen, die von Gewalt betroffen sind, nicht mehr wie früher aus der Wohnung fliehen mussten, dann oft nicht wohin wussten und schließlich im Frauenhaus gelandet sind. Nein, durch den Platzverweis können die Frauen in ihrer eigenen Wohnung verbleiben, und die Männer haben sich fernzuhalten. Das ist, glaube ich, eine ganz wegweisende Erneuerung. Und das neue Sexualstrafrecht. Das Sexualstrafrecht zu erwähnen, ist mir ganz wichtig, und da waren wir uns, glaube ich, hier im Landtag auch einig. Nein heißt Nein, und das ist wichtig. Es war ein ganz wichtiger Meilenstein für den Schutz vor sexueller Gewalt und für die sexuelle Selbstbestimmung. In Hessen haben wir in der schwarz-grünen Koalition, und das auch in der letzten Legislaturperiode, dafür gesorgt, dass wir die Interventionsstellen in Hessen, die Notfall- und Beratungsstellen flächendeckend unterstützt haben. Wir haben im Sozialbudget auch die Förderung der Frauenhäuser, finanzielle Förderung, auch verankert. Das war ein ganz wichtiger Schritt, den wir getan haben. Jetzt haben wir darauf aufbauend gesagt, wir wollen die Frauenhäuser weiter unterstützen. Da ist natürlich ein Problem, wenn Frauenhäuser Platzmangel haben, liegt es natürlich auch daran, dass wir einen so angespannten Wohnungsmarkt haben, dass uns Wohnungen fehlen, dass Frauen leider zu lange im Frauenhaus verweilen müssen. Deshalb müssen wir auch auf kommunaler Ebene alle Anstrengungen hier in Bewegung setzen, dass wir Schutzwohnungen für Frauen finden, die aus den Frauenhäusern kommen. Und deshalb will ich auch zu dem Vogelsberg noch einen Satz sagen. In Vogelsberg wurde eine Kooperation mit Fulda geschlossen, um Frauenhausplätze zu haben. Und der Vogelsberg hat eben diese Schutzwohnung. Dort gibt es eine enge Zusammenarbeit, auch einen runden Tisch. Und die Polizei ist dort informiert, wo solche Wohnungen zu finden sind, und unterstützt die Frauen dort. Und zu diesem Thema gehört auch die Täterarbeit. Das ist bisher hier noch nicht angesprochen worden. Täter, das sind oft Männer, die Angst haben, zum Täter zu werden. Die suchen Hilfe. Aber es gibt natürlich auch Männer, die waren bereits gewalttätig. Und da müssen wir dafür sorgen, dass sie nicht zum Wiederholungstäter werden. Deshalb ist es so wichtig, dass wir Beratungsstellen haben und dass Täterarbeit eine ganz wichtige Präventionsmaßnahme ist. Im Wegweiser für die Beratung von Männern mit Gewaltproblemen werden Therapieangebote und Anlaufstellen bekanntgegeben. Und jeder Mann, der nicht wieder gewalttätig wird, ist zugleich ein Schutz für mögliche Opfer und Kinder. So wurde das einmal formuliert, und ich finde, das ist treffend formuliert. Und eines ist auch wichtig. Wir müssen uns klarmachen, dass Frauen, wenn sie Gewalt erlebt haben und in einer Beziehung leben, oft Angst haben vor ihrem Partner und deshalb keine medizinische Versorgung in Anspruch nehmen. Der Mann könnte es ja erfahren, es könnte ja eine Anzeige gemacht werden. Deshalb ist es eben richtig, dass wir die Schutzambulanz in Fulda haben. Erstens deshalb, weil wir ein gerichtsfestes Dokumentationssystem brauchen für die Dokumentation von häuslicher Gewalt. Und die findet leider auch im Bereich der Pflege statt. Deshalb ist es auch wichtig, dass Sie sich diesem Thema widmen, sowohl bei älteren Menschen als auch bei Behinderten.
und das Modellprojekt Medizinische Versorgung nach Vergewaltigung. Denn dort können sich Frauen anonym an Kliniken wenden. Sie müssen nicht fürchten, dass eine Anzeige gemacht wird. Und so können sie selbst entscheiden, ob sie später noch eine Anzeige machen, wenn die Beweise gesichert sind, oder ob sie davon absehen. Hauptsache, sie finden erst einmal medizinische Versorgung. Mittlerweile haben wir in 9 Landkreisen in Hessen und Städten, vom Rhein-Main-Gebiet bis nach Waldeck-Frankenberg, solche Kliniken, die sich beteiligen. Und wir wollen das flächendeckend in Hessen ausweiten. Und, meine Damen und Herren, wir werden nicht nachlassen, die Formen von sexueller und häuslicher Gewalt weiter zu bekämpfen. Und die Finanzierung, das hat meine Kollegin Brünnel schon eben gesagt, haben wir im hessischen Sozialbudget verankert. Der Landesaktionsplan ist eben die Grundlage, aber da bleiben wir nicht stehen, sondern wir entwickeln Maßnahmen, um die Ziele der Istanbul-Konvention umzusetzen. Unsere Maßnahmen und Ziele haben wir in unserem Antrag verankert. Ich finde es gut, dass wir das Thema so wichtig fanden, dass wir es auch im Koalitionsvertrag umgesetzt haben. Deshalb bitte ich um Zustimmung für unseren Antrag. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Kollegin Ravensburg. Für die Landesregierung erteile ich Herrn Staatsminister Klose das Wort. Bitte schön, Herr Staatsminister. Geschätzter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Istanbul-Konvention, die Anlass dieser heutigen Debatte ist, bündelt vielfältige Impulse aus dem verbindlichen Völkerrecht und ist seit dem 1. Februar 2018 unmittelbar geltendes Recht in Deutschland. Und diese Konvention ist ein wirklich modernes Menschenrechtsabkommen. Ich glaube, diese Konvention bringt uns in der Sache wirklich voran. Die Vorbeugung und Bekämpfung jeder Form von Gewalt, besonders auch geschlechtsspezifischer Gewalt, ist uns als Landesregierung besonders wichtig. Die Istanbul-Konvention macht dies gleichzeitig auch zu unserer völkerrechtlichen Verpflichtung. Wir haben mit der Umsetzung bereits in der letzten Legislaturperiode begonnen, und wir werden dieses Engagement mit Nachdruck fortsetzen. So werden wir unsere Landesaktionspläne insgesamt evaluieren und weiterentwickeln. Wir haben außerdem spezifische Maßnahmen verabredet, beispielsweise den landesweiten Ausbau der medizinischen Soforthilfe nach Vergewaltigung, die Investivförderung für Frauenhäuser, die es erstmals in Hessen gibt, und die Reduzierung sprachlicher Zugangsbarrieren durch den Aufbau eines Dolmetscherpools. Die Istanbul-Konvention beschränkt sich aber gerade nicht auf die Gewalt im häuslichen Bereich. Sie umfasst vielmehr das Verbot der Diskriminierung, insbesondere der Frau in ihrem Artikel 4. Sie stellt klar, dass Gewalt, und zwar ganz egal, in welcher Form sie auftritt, die Gleichstellung und Chancengleichheit der Geschlechter verhindert. Gewalt gegen Frauen kommt weiterhin auch in unserer Gesellschaft viel zu oft vor. Es muss uns deshalb erschüttern, und es muss uns noch viel mehr aufrütteln, dass die Gewalt an Frauen in Deutschland nach den neuesten Zahlen der bundesweiten polizeilichen Kriminalstatistik zunimmt, und zwar insbesondere im Delikt Partnergewalt. Das dürfen und das werden wir als Landesregierung nicht hinnehmen. Und damit das an dieser Stelle auch deutlich gesagt ist, niemand toleriert Genitalverstümmelung. Das ist eine verbrecherische Menschenrechtsverletzung. Und deshalb haben wir hier in Hessen ein eigenes Projekt mit der Pro Familia gegen Genitalverstümmelung gestartet, und wir werden im Kampf gegen diese grausame Praxis auch nicht nachlassen. Meine Damen und Herren, die Istanbul-Konvention ist in ihrem Kern ein Präventions- und Antidiskriminierungsgesetz für alle Menschen. Gewalt in jeder Ausprägung wird verurteilt. Die Konvention verlangt eine Gesamtstrategie, ein koordiniertes Vorgehen, eine Evaluation und ein Monitoring. Hier in Hessen sind wir beim Thema Schutz vor Gewalt gegen Kinder und Frauen und bei der Prävention vergleichsweise weit.
Unsere Aktionspläne zur Bekämpfung der Gewalt im häuslichen Bereich, zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention, für Akzeptanz und Vielfalt, zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexualisierter Gewalt in Institutionen, genauso wie die Kinder- und Jugendrechtscharta und die Kooperationsvereinbarung zwischen allen einschlägigen Behörden und Fachberatungsstellen zum Schutz der Opfer von Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung belegen das eindrucksvoll. Wir haben also bereits eine Gesamtstrategie ganz im Sinne der Istanbul-Konvention. Aber ganz klar ist auch, man kann immer noch besser werden. Und deshalb geht es jetzt darum, ein noch besseres koordiniertes Vorgehen, eine vereinheitlichte Evaluation und ein konzentriertes Monitoring zu erreichen. Dazu haben wir bereits erste Schritte getan. Beispielsweise werden seit letztem Herbst beim Runden Tisch gemeinsam gegen Gewalt von Bund, Ländern und Kommunen die entsprechenden Maßnahmen miteinander abgestimmt. Und hier in Hessen ist der Landespräventionsrat als das Sachverständigengremium der Landesregierung für uns dabei ein ganz wesentlicher Partner, genauso wie die Kommunen und wie die Zivilgesellschaft, die selbstverständlich bei allem Handeln entscheidend mitwirken. Zum Beispiel in den Fachberatungs- und Schutzeinrichtungen für Frauen und Kinder, in der Männerberatung, der Täterarbeit oder der Landeskoordinierungsstelle für Frauen mit Behinderung. Liebe Kolleginnen und Kollegen der LINKEN, in Ihrem Antrag fordern Sie, mindestens 300 Frauenhausplätze und Frauenschutzwohnungen zu finanzieren. Sie übersehen dabei aus unserer Sicht, dass es auf die Vielfalt der Angebote im Präventions- und Schutzsystem insgesamt ankommt. Frau Brümmel hat das ja gerade auch schon ausgeführt. Genau deshalb schreibt auch die Istanbul-Konvention ja keine spezifische Zahl an Familienzimmern oder Frauenhausplätzen vor. Und man könnte jetzt sagen, derzeit nimmt Hessen mit 727 Frauenhausplätzen die dritte Stelle unter den Bundesländern ein und steht damit im Vergleich ganz gut da. Ich sage aber ausdrücklich, das können trotzdem zu wenige sein. Und deshalb werden wir auch nicht nachlassen, noch besser zu werden. Im Regierungsprogramm haben wir vereinbart, Frauenhäuser und Fachberatungsstellen gezielt durch verschiedene Maßnahmen zu unterstützen. Hierzu zählt, das habe ich bereits gesagt, auch erstmals eine Investivförderung für Baumaßnahmen. Der Ausbau der Frauenhäuser, ihre Sanierung, die Umsetzung von Barrierefreiheit, dies übrigens auch bei Beratungsstellen. Und ich freue mich, dass der Bund ebenfalls ein Förderprogramm aufsetzen und damit unsere Investitionsförderung unterstützen wird. Und auch hier ein Wort zur Finanzierung. Im Rahmen unseres Sozialbudgets stehen in diesem Jahr rund 3,4 Millionen € für Frauenhäuser zur Verfügung. Für den Schutz vor häuslicher Gewalt und sexueller Gewalt an Erwachsenen, Beratungs- und Interventionsstellen sind es rund 2,4 Millionen €. Das ist so viel Geld wie noch nie in der Geschichte dieses Landes. Meine Damen und Herren, zum Schluss will ich noch darauf hinweisen, dass das Land, das habe ich noch in meiner früheren Funktion begleiten dürfen, die Beratungsstelle Gewaltfrei Leben finanziert und damit einen Schutzraum für Lesben, für bisexuelle Frauen, trans- und queere Menschen bietet, die von Gewalt und Diskriminierung betroffen sind. Diese Beratungsstelle ist zwar keine Zufluchtsstätte im Sinne eines Gebäudes. Im letzten Jahr wurden dort aber viele Lesben, trans- und queere Menschen, die wohnsitzlos oder von Wohnsitzlosigkeit bedroht sind, beraten und unterstützt. In diesem Jahr hat sich die Beratungsstelle zum Ziel gesetzt, durch intensivierte Vernetzung mit Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe Schutzräume für diese Personengruppe zu schaffen. Und schließlich will ich daran erinnern, dass sich Hessen aktiv an der Bundesinitiative Schutz von geflüchteten Menschen in Flüchtlingsunterkünften beteiligt. Ein Gewaltschutzkonzept für den Bereich der Erstaufnahme in Hessen ist erarbeitet, es ist erprobt, und es soll im gesamten Bereich der Erstaufnahme zur Anwendung kommen. Sie sehen, wir haben uns bereits auf den Weg begeben. Der Schutz von Frauen und Kindern vor Gewalt und vor sexualisierter Gewalt ist für uns ein zentrales landespolitisches Thema.
Frauenpolitik hat für uns einen hohen Stellenwert, und es wird eine zeitgemäße und im besten Sinne emanzipatorische Frauenpolitik sein. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister Klose. Damit sind wir am Ende der Beratungen für diesen Tagesordnungspunkt. Er wird vereinbarungsgemäß überwiesen an den SIA. Beide Anträge, wenn ich das richtig sehe, 20-177 und 20-265.